So, hallo Leute, und da sind wir auch zurück. Wie versprochen, machen wir jetzt die Secret-Gegner und dafür muss ich, glaube ich, den Hades Cup auch erst einmal durchhaben, damit wir Eisgar bekommen. Ich hoffe, Cerberus ist jetzt etwas einfacher. Ich komme nur nicht an die Köpfe dran, ah doch. Oh, ich glaube, ich habe den beiden Knallköpfen die Portionen und so nicht weggenommen. Okay, wir schaffen den. Das klappt. Und damit sind wir bei Cup Nummer 30. Oh, cool. Wir haben Blitzka bekommen. Yeah, got a minute? Hades, Lord of the Dead, nice to see you. Hey, guess what? I got a place for Oh, gegen Hades kämpfen. Das ist nicht ganz fair, wir sind aber nicht voll gelevelt. Voll geheilt. Oh, ich wollte gerade sagen, Angriff ist die beste Verteidigung, aber das klappt nicht ganz. Was macht der? Okay, wir rollen einfach mal im Kreis. Ach, verdammt. Musst du das echt nochmal machen? Naja, und das war Hades. Was hat sich gerade... Ich habe jetzt... Mist, ich habe einfach übersprungen. Ich weiß gar nicht, was sich gerade entwickelt hat. Ich glaube, nee. Oh, wir sind am Platz 1 angekommen. Granitos. Was ist das denn? Wie kriege ich den Blatt? Soll ich an die Köpfe drankommen? Keine Ahnung, vielleicht fällt er hin, wenn wir den auf die Beine hauen, aber er verliert Leben. Oh. Wirklich? Hä, müssen wir an seinen Beinen hoch? Naja, wir sind oben. Mal gucken. Wir sind wieder unten. Ich glaube, ich brauche nicht... fällt wieder um. Ich glaube, ich brauche nicht mal irgendeinen Heiltrank oder so. Okay, das war's.
Tja, das war der Hades Cup. Ich glaube nicht so eine riesen Herausforderung. Arena Champion. Triogramm erhalten. Okay, erstmal. Ah, wir sind schon voll geheilt. So, im Grunde haben wir jetzt nicht mehr viel vor uns in der Arena. Wir müssen hier die beiden noch besiegen. Ich speichere erstmal. Das ist eine gute Idee. So, speichern wir. Und dann haben wir zwei Secret-Bosse direkt in der Arena. Also im Kolosseum. Tja, mal gucken, was das gibt. Kennst du die Regeln? Polaris, der Eistitan. Uah. Oh Mann. Oh Mann. Ich weiß, dass ich die hier blocken muss. Verdammt, falsche Taste. Das Timing ist noch gar nicht gut. Oh, weia. Hallo, hier bin ich. Au. Ich sehe einfach nichts. Das ist ganz mies. Ich will euch den klein kriegen. Warum rollen wir immer? Ich muss das Rollen, glaube ich, ausmachen, nicht für den Kampf. Okay, so. Na toll. Der Kampf könnte sich ein bisschen hinziehen, vor allem wird mit der Zeit schwieriger. Ich habe mich hier zumindest für den Kampf spoilern müssen. Ich wollte... Heilen. Okay, ich merke, ich bin echt schlecht gegen den hier. Ah.
Okay, schnell hin, schnell hin, schnell hin. Oh, wir haben bald grün erreicht. Ich sehe hier hinten gar nichts. Autsch. Okay, das können wir schaffen. Das war jetzt... Ach, ich kann auch fliegen. Oh. Verdammt, ich hab's versemmelt. Ich bin gerade etwas stiller, weil ich mich halt auf den Kampf konzentriere. Oh, wir haben es geschafft. Diamantenstaub, eine schöne Waffe, die hätte ich genommen, hätten wir jetzt nicht Ultima. Ich weiß nicht, ob die stärker ist, wir können es ja uns mal angucken. Der frostige Gigant, ein Erfolg freigeschaltet. Ausrüstung. Diamantenstaub ist, glaube ich, wegen dem MP halt relativ cool, wenn man mehr MP braucht, ist aber von der Angriffskraft schwächer her und vor allem eine kurze Waffe ist halt dadurch etwas schneller. Sieht halt mega gut aus. Wir haben aber noch Löwenherz bekommen gehabt. Ah. Schade, doch etwas schwächer als Ultima. Ultima ist halt die ultimative Waffe. Tja, wie gesagt, wir haben noch Sephiroth vor uns. Hier weiß ich allerdings nicht, wie er funktioniert und wir kloppen einfach drauf. Keine Ahnung, gucken. Angriff ist die beste Verteidigung. Das war die Goldrunde, okay. Ich habe keine Ahnung, ob wir den besiegen. Oder wie es generell geht. Platinum-Runde. Sephiroth. Ah. Super, wir haben noch kein bisschen Schaden gemacht.
Oh jo, jetzt haben wir ihn. Oh, jetzt will ich das noch spammen. Oh Mann. Oh nein, ich hab kein Ma. Toll, ich hab keine Pots gehabt. Übel. Ich brauch dafür Esser. Zack. Und ein Final Elixier, Mega Esser. So viele Bosskämpfe stehen uns auch nicht mehr bevor, glaube ich. So, dann gehen wir nochmal an. Und ich darf am besten meine MP nicht verbrauchen mit dem Draufschlagen. Es sei denn, klaut uns sowieso die MP. Hatten wir dann gesehen gehabt. Dieser Scheiße. Alter, was mache ich denn dagegen? Oh, wir haben es unterbrochen. Oh yeah.
Okay, unterbrochen. Oh oh. Was macht er? Wow, okay, es ist soweit. Ich muss aufpassen, er macht das jetzt immer noch mit seinem Scheiß. Oh ja, yeah, oh ja. Yeah. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ein fliegiger Engel erhalten ist ein Schwert. Puh, das war ganz schön anstrengend. Und Ansem-Bericht 12. Wir haben mittlerweile ganz schön viele Ansem-Berichte. Schwertmeister. Oh, wir haben alle Keyblades, die es gibt im Spiel jetzt. Kann das sein? Wartet mal. Ein fliegiger Engel. Wir gucken mal kurz rein in die Erfolge. Wo sind sie denn? Stufenmeister, bla bla bla. Ein fliegiger Engel. Sephiroth, haben wir geschafft. Okay. Kann man das irgendwie sortieren? Sortieren nach Erhalten am. Okay, wir haben alle Schlüsselschwerter. Sieht schon schön aus. Ist trotzdem schwächer als Ultima. Oh, nice. Kommt eine Flamme. Die Animation ist cool. Okay, Leute, wir haben noch, ich glaube, zwei seltene Herzlose vor uns, beziehungsweise Secret-Bosse. Und ich würde sagen, das gehen wir in der nächsten Folge an. Und dann nähern wir uns so langsam dem Ende von Kingdom Hearts Final Mix 1.5. Ich danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao!